Okay, wenn jetzt alle in die Richtung sehen, wie groß müsste dann der Bildschirm sein? Also, wenn wir hier 35 Stühle aufstellen, dann wäre es perfekt, einen Bildschirm von 3,80 anzubringen, und zwar dort. Und das ist ein großer Bildschirm, ja? Klein ist er wirklich nicht. Oh, Nate. Piper, wer ist dein großer erwachsener Freund? Oh, das ist mein Bauunternehmer, Nate. Nate, das ist mein Dad. Jake. Ich freue mich, Jake. Bauunternehmer bauen Häuser, weißt du? Ach, was du nicht sagst, hätte ich nie gedacht. Also, er hilft mir bei der Umgestaltung, damit hier 50 Leute reinpassen. Was sollen denn bitte 50 Leute hier in unserem Wohnzimmer? Hier läuft die Premiere des neuen Cartoons mit Kid Danger und Captain Man. Ach, ich bin so aufgeregt. Wow, ist das Nate, der Bauunternehmer? Hey, Henry, na, wie geht's immer so, Lieber? Ich freue mich. Oh, alle Menschen kennen den lieben Nate. Redet ihr über die Party für den Captain Man und Kid Danger Cartoon? Ja, genau. Ach, ich bin so aufgeregt. Und ich erst. Ich verstehe wirklich nicht, warum ein Cartoon über Captain Man und Kid Danger gemacht wird. Dad! Was ist los? Okay, wenn's einer verdient, dass ein Cartoon über ihn gemacht wird, dann ist es echt Kid Danger. Und Captain Man. Ja, klar, der auch. Hey, deine Uhr piepst ja. Ja, genau. Ich muss zur Arbeit. Sehen wir uns nachher. Ja, bis Bye. Dann. Und ich poliere den Bowlingpin. Gut, vielen Dank für deine Hilfe. Okay, gern. Ach, was tut Ihnen leid? Ach, das ist nur so ein Familiending, das machen wir immer. Ja, wenn mein Vater ein Bewerbungsgespräch hat, dann hängen wir das immer auf. Ach ja? Wieso denn? Damit er sich besser fühlt. Ja, genau, wenn sie ihn nicht genommen haben. Ihr wisst doch noch gar nicht, ob er ihn nicht doch bekommt. Ja, schon, aber im Leben gibt es, wie du weißt, die Gewinner und... Und ihn. Hey, ich bin mit den Aufgaben durch. Und? Wenn ich jetzt Englisch abschreiben dürfte. Also, ich gehe jetzt mal auf euer Klo. Kriege ich, deine Englischaufgaben, bevor du gehst? Oh nein, ich gehe jetzt pinkeln. Kann ich sie danach bekommen? Okay, ihr bleibt alle, wo ihr seid, ne? Oh, wieso denn? Schatz, was gibt's denn bitte? Tja, es gibt jetzt Frittlechips. Du kriegst Frittlechips. Und du kriegst Frittlechips. Und du kriegst Frittlechips. Dad, wieso bewirfst du uns denn jetzt hier mit Frittlechips? Das beantworte ich mit einem Reim. Bereit? Getreide auf dem Feld und Getränke gibt es im Shop. Dieser Kerl hat bald Geld, denn er hat jetzt einen neuen... Wagen? Nein. Gut. Denkt mal nach. Schwimmreifen? Unsinn. Job. Ich kriege den Job. Er hat den Job. Das glaube ich einfach nicht. Dann sollten wir jubeln, Kinder. Klasse, das hast du super gemacht, Dad. Ich danke euch allen vielmals. Ich bin ein überglücklicher Daddy. Das ist hier so ein Familiending. Ich möchte nicht weiter stören. Und deswegen gehe ich jetzt mal schnell aufs Klo. Nein, nein, du bleibst hier. Du gehörst auch zur Familie. Oh. Ja, du setzt kannst dich jetzt hin. Nicht gehen. Was soll das? Schatz, eine Frage. Sag mal, was ist denn das für ein Job? Ich bin ab heute der Projektmanager in der Frittelfabrik. Ist ja hey, super. Das ist ja einfach cool. Ich bin das absolut ist toll. Super. Begeistert, aber warte, Schatz. Diese Fabrik gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Es gibt gar keine Frittelfabrik mehr in Swellview. Ja, ich weiß, weil Captain Man und Kid Danger sie in die Luft gejagt haben. Naja, weißt du, das ist etwas anders abgelaufen. Das war, also das mit den Jungs. Doch, so war's. Es war im letzten Jahr, an einem Mittwoch, und es war schon sehr kühl draußen. Ich sah mir die Nachrichten an und war bereits angezogen. An dem Tag waren Captain Man und Kid Danger zu Besuch in der Fabrik und hatten Streit miteinander. Alles hat zwei Seiten. Hey, ich habe gehört, Sie bauen eine neue Fabrik in Bordertown. Die steht schon, und da werde ich arbeiten. Augenblick mal, du wärst also damit einverstanden, jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit und zurückzufahren? Nein! Die Familie zieht demnächst nach Bordertown, kapiert? Was habt ihr? Was ist mit Yay? Wir freuen uns alle so für dich, Daddy. Damit sind wir schon durch. Vorhin hast du ja auch noch nicht so einen Blödsinn geredet. Aber das ist kein Blödsinn. In Bordertown lebt man ganz wundervoll. Da sind Häuser und Bäume aber und eine Leihbücherei gibt es auch. Dad! Hey!
Bitte! Hör zu! Keiner möchte hier umziehen nach Bordertown. Verstehe, aber wir werden umziehen. Dad! Na gut, also ich muss jetzt wirklich pinkeln, also geh ich... Hör zu, Daddy! Ich gehe bestimmt nicht nach Bordertown. Ich schließe mich gleich ein und zu einem Badezimmer, bis du sagst, dass wir nicht umziehen! Nein, nein, bitte, Piper, schließ dich nicht im Badezimmer ein! Oh! Okay. Ich gehe mal in den Garten. Warum denn? Ich gieße die Pflanzen. Henry, Piper, wir werden jetzt gleich losfahren. Gut, okay, okay, auf Wiedersehen. Dann. Piper, würdest du uns mit dem Gepäck helfen? Wieso fragst du nicht meinen Bruder? Er hat Muskeln. Weil er von Dad Anweisungen kriegt für die Zeit, in der wir weg sind. Okay. Okay, Henry, nimm dein Handy. Wie bitte? Mach schon. Ich habe Anweisungen für dich und ich will, dass du sie aufnimmst. Gut, ich werde sie aufnehmen. Okay, und los. Hi, mein Name ist Jake Dad Hutt. Also, Henry, deine Mom und ich sind für 3 Tage in Toronto. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Hier lang. Okay. Siehst du das? Ja, ich seh's. Das ist mein klassischer ferngesteuerter Sportwagen aus den späten 1900er Jahren. Wow. Das ist kein Spielzeug. Das sehe ich anders. Wenn Mom und ich weg sind, wirst du nicht mit diesem Sportwagen spielen. Das habe ich auch nicht vor. Spielo? No, no. Ich will auch gar nicht Spielo. Gut. So, und jetzt will deine Mutter dir unbedingt noch was sagen. Okay. Henry, ich bin hier. Oh. Hey, Mom. Hör zu. Du weißt doch bestimmt, was das hier ist. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Ich hatte also recht. Und es ist übrigens hart. Verstehe. Und du darfst dieses Ei nicht essen. Gut. Noch nicht mal anfassen. Ich will's nicht anfassen. Gut. Gut, dass wir geredet haben. Und Henry. Ja, Dad? Während wir weg sind, keine Partys. Ich mach keine Partys. Die einzigen, die du hier einladen darfst, sind Charlotte und Jasper. Eigentlich nur Charlotte. Okay. Du hättest, noch duschen können, bevor wir essen. Nein, das ging nicht. Ich dusche einfach nicht so gern, wenn ich wütend bin, okay? Na, jetzt müssen wir wenigstens nicht umziehen. Hast du etwa gelacht? Nein, habe ich nicht. Henry, ich habe überhaupt jetzt nicht gelacht, ja. Dad. Entschuldigung. Also, was ist denn hier eigentlich los?